Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind mittlerweile an den Pyramiden von Gizeh angekommen und in der letzten Folge haben wir hier das Grabmal von Menkaure erforscht. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Grabmal. Na komm. Hopp. Hüpf, mein Hase, Bayek. Und vor allen Dingen, lauf. Wenn wir jetzt an der Pyramide angekommen sind, werden wir erstmal Senju ein bisschen aktivieren, um die Pyramide von außen zu erforschen, damit wir wissen, was wir da drin überhaupt holen müssen. Nicht, dass wir da reingehen, drei Schätze looten und in Wahrheit sind 10 oder 15. Und für mich persönlich ist es schöner, wenn es heller ist. Was? Oh, Akku. Wo kommt ihr denn her? Das Kamel hauen. Das waren nur Drachen. Vielen Dank. So. Ja, das war nicht so geplant, das war so geplant. Hier ist gar nichts drin, das ist schön, dann können wir direkt weiter zur dritten. Aber ich glaube, einfach werden wir nicht davon kommen. Nein, andersrum. Danke. Ein kleiner gefiederter Freund. Ja, ein bisschen näher ran vielleicht. Aber hier scheint wirklich nichts drin zu sein, oder? Können wir die. Oder doch, oder nicht? Also von der Seite kann ich jetzt auch keinen Eingang erkennen. Mal sehen, vielleicht von der anderen Seite. Nein, da lang. Doch, da ist ein Fragezeichen, das heißt. Siehst du, da ist. Wir können da rein. Da oben weiß ich nicht, ob wir da hin müssen. Ja, und? Aha, ja. In dieser müssen wir runter. In der letzten Pyramide, also in der letzten Folge, da war es ja mehr mittig. Hier scheint es wohl alles eine Etage tiefer zu sein. Nein, wir fliegen nochmal von der anderen Seite ran. Genau. Schauen wir mal, ob hier auch ein Eingang ist. Ja, von hier oben erkennen wir jetzt natürlich sehr viel. Hier scheint aber nichts zu sein. Mal gucken, ob hier was ist. Scheint aber nicht so zu sein. Eventuell da unten. Wir müssen auf jeden Fall einmal um die Pyramide rum. Ja, da ist nichts, okay. Beauty. Nee, das ist nicht unser. Wir sind ja auch zu Fuß gekommen. Komm, dann laufen wir schnell rum. Das ist. Oder wir reiten doch, komm. Dafür haben wir das Hotahü. Damit wir schneller vorankommen. So.
Da oben? Oder müssen wir noch? Wir schauen mal. Ja, weiter, weiter. Komm, du schaffst das. Das Grabmal von Chepren. Okay, dann mal rein in die gute Stube. Auch hier müssen wir wieder eine antike Tafel finden. Okay, jetzt sind wir aber tief runter, ne? Okay, da geht's noch weiter runter. Wir gehen aber weiter geradeaus erstmal. Eine Kammer. Die schon geplündert ist. O gütiger und glorreicher Ptah, akzeptiere dieses Opfer eines heiligen Stiers und lasse deinen Fluch nicht auf uns herabregnen. Wir sind einfache Männer und unsere Familien haben gehungert. Das ist die Wahrheit und wir bitten demütig um Vergebung für alle Vergehen gegen dich. Mhm. War ja sonst noch was? Okay, wir sollen wohl weiter runter. Und da sind wir gekommen. Looten. O Verborgener, zürne nicht. Wir werden sie finden und bestrafen. Jene, die deine Schlafkammer geschändet haben, sollen nie in die Gefilde der Binsen eingehen. Okay, da geht's wohl weiter. Das war ja nix, ne? Nochmal. Ne, das ist da durchs Tor, können wir so. Also durch diesen Durchgang. Und da ist noch was. Wir gehen mal hier lang. Oder auch nicht. Dann sollen wir wahrscheinlich da durch. So. Hä? Okay. Erinnerung, Hebel werden durch das Gewicht der Objekte beeinflusst, die auf beiden Seiten des Hebels platziert werden. Oh Gott. Ein Rätsel. Dings hier. Der See aus Feuer wird unsere Feinde verschlingen. Großer Eroberer, Plünderer, Herr der Blutseen, mögest du diese Waffen gegen alle erheben, die sich mit dir in der Nachwelt entgegenstellen. Okay, wo war jetzt das Gewicht? Also wir können das schieben. Wo sollen wir es denn hinschieben? Frage. Einfach nur rüber. Ja, und jetzt? Können wir hier hoch? Soll das das Rätsel zur Lösung sein? Das Teil dann noch weiter verschieben? Ne, nur bis
Da. Nee, weiter geht nicht. Wann tut er dieses? Er weiß es selber nicht. Kann man das da drunter schieben? Das ist komplett... So, jetzt sollte dieses Bötchen ja da oben bleiben. Ein Stückchen weiter. Da eben ist noch was. Kunststoffkristall, sonst ist hier nichts. Okay. Schön die Augen offen halten. Oh je, je. Eine große Grabkammer. Also sind wir schon am Ziel? Frage. Scheint so, oder? Da in der Mitte habe ich jetzt schon die Tafel gesehen, die ominöse. Ein Schild. Noch ein Kristall. Ein Fähigkeitspunkt. Schriftzeichen aus dem alten Königreich? Vor Schreck die Fackel fallen. Wo ist denn der Sarkophag? Haben wir den schon gesehen? Oder ist der hier drin? Man weiß es nicht. So, wir blitzdingsen wir mal. Das scheint es aber hier jetzt, glaube ich, gewesen zu sein, ne? Und hier sind wir hochgekommen. Kann die Karte uns weiterhelfen? War nur die antike Tafel. Okay. Und ja. Dann scheint hier sonst nichts mehr zu sein. Sein, hier kommt auch was Geheimnisvolles. Was passiert hier? Hier passiert nichts mehr. Wir können raus. Haben wir noch was versteckt? Tja, dann war dieses schon das Grabmal von Chefren. Haben wir nur noch eine Pyramide jetzt, ne? Aber es scheint auch die größte zu sein. Okay.
Würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.